Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen wieder hier. Hey, es gibt ein neues, wahrscheinlich Studio-Hoppe-Spiel. Und da heißt Panzer Quest. Panzer Quest, so wird es wahrscheinlich ja, aussprechen. Ich habe erstmal obligatorische Tutorial gemacht. Ich lasse das so laufen, dann kann ich nämlich nebenbei ein bisschen rüberquatschen. Und kann auch erzählen, wie ich eigentlich überhaupt drauf gekommen bin. Also, eigentlich war es Zufall. Ich habe mich nicht großartig mal für Studio-Hoppe interessiert. und einer von euch hat vor einer Woche vielleicht mal durchgegeben, Panzer Rush wurde von Amerikanern gekauft. Und ich habe ihn gefragt, woher weißt du das? Und wie kommst du darauf? Verstehe nicht. Und ich habe auch nicht verstanden, wie jetzt nur dieses eine Spiel, wäre ja möglich gewesen, dass Hoppe ein einziges Spiel veräußert, ne, also eine Lizenz vergibt, hier, ihr könnt das weitermachen oder weiterentwickeln oder was auch immer. Oder ob Hoppe sein komplettes Spielgeschäft verkauft hat. Ich habe aber auch nicht weiter nachgeforscht. Ich habe darüber auch nichts weiter gelesen und der Kollege hat bisher auch noch nicht zurückgeschrieben. Also weiß ich nicht, was da weiter war. Und da dachte ich mir so, okay, ein paar Tage später dachte ich, guck mal, was Hoppe, die müssen ja irgendwann mal wieder ein neues Spiel rausknallen. Ist ja seit 10 Jahren oder plus 10 Jahren machen die das. Und da gucke ich erstmal. Hab dann gesehen, Eintrag auf einer Schweizer Seite, wo halt steht, dass sie 2009 gegründet wurde, Studio Hoppe, als Pärchen von zwei Deutschen, also so wie das aussah, zwei Deutsche, die in die Schweiz sind und dann halt Studio Hoppe gegründet haben. Ja, also Mann und Frau offensichtlich. Okay, könnten auch Bruder und Schwester sein, aber ich gehe mal davon aus, sind Mann und Frau. Jedenfalls haben beide den gleichen Nachnamen. Und guck halt so ein bisschen rum und wird mir ein Video angezeigt in der Suchliste da. Wird ein Video angezeigt, Panzer Quest. Ich kick da rauf, denke mir, was ist hier los? Und tatsächlich ein Video mit 1.500 Klicks von einem Typen oder von einem Kanal, der offensichtlich immer so Browser-Games zeigt und so. Dachte ich, hä? Dachte ich, guck mal, wann das war. Und dann sehe ich, das war im Mai. Da haben die tatsächlich ein neues Spiel rausgehauen. Vielleicht ist das aber nicht Studio Hoppe, weil jetzt kommt, ich bin auf die Seite von Studio Hoppe, die komplett leer. Da steht einfach das Logo Studio Hoppe und da ist nichts mehr zum Anklicken. Da ist alles weg. Nichts mehr zum Anklicken. Ich war nicht auf der Facebook-Seite, aber ich weiß ja auch, ihr gebt mir sonst immer irgendwie, ja, Hoppe hat ein neues Spiel draus und so. Also irgendwie haben die das so unter der Hand mal schnell rausgehauen oder was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls war das komplett überraschend für mich, ne? Und dann dachte ich mir, okay, guck mal rein, ne? Und hab das erst einen Tag später gemacht, hab die Seite offen gelassen. Musste natürlich meinen anderen Browser spielen, weil ich weiß ja, dass Firefox einfach diese Hoppe-Spiele nicht vernünftig darstellt. Und ja, hab dann halt mal angefangen, ne? Fand das super krass. Ich fand das echt krass. Die haben die echt wieder ins Spiel rausgehauen, ne? Ich sag gleich, dieses Spiel, ich guck mir das so an und denk mir, viel verändert hat sich nicht. Am ersten Moment dachte ich, okay, das ist ein bisschen moderner. Das ist ein bisschen moderner angelegt, als jetzt die Spiele davor. Aber als ich jetzt schon dann später, als ich gespielt habe, die Einheiten gesehen habe, dachte ich, okay, die haben noch Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg mit drin, gemischt mit den anderen Sachen. Da dachte ich, das ist wie bei Base Attack Force. Das ist wie bei scheiß Base Attack Force. Ne? Nur, dass hier die bei Base Attack waren, glaube ich, auch noch so uralt Haubitzen von noch vor dem Ersten Weltkrieg oder vor 1800, kurz vom 19. Jahrhundert, kurz vor der Jahrhundertwende, hatten die noch so Haubitzen. Die hat ja später auch keiner mehr gebaut, so wie ich das gesehen habe. Und da war es ja auch so, ab einem bestimmten Zeitraum wurden erst Sachen freigeschaltet bei Base Attack Force, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Und hier ist halt ein bisschen anders. Okay, hier ist halt alles Mögliche so. Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg gemischt mit aktuellen neuen Sachen, aber dachte mir, okay, das gab es ja auch schon bei Base Attack Force. Und so richtig neue Sachen habe ich hier jetzt nicht gesehen. Was hier, ich sag mal, neu ist, es gibt keine Schiffe, weil es hier auch keine Flüsse gibt und es gibt auch keine Züge, weil es halt auch keine Schienenwege gibt und so. Das ist wohl dann so das ziemlich Einzige. Jedenfalls habe ich das so ein bisschen durchgedaddelt und habe halt dieses obligatorische Tutorial gemacht und hab mir so überlegt, mache ich hier weiter oder mache ich hier nicht weiter? Natürlich, ich bin ja auch neugierig, macht man natürlich weiter. So, und da habe ich jedenfalls angefangen, nachdem ich beim Tutorial durch war. Und klopp mich da so ein bisschen rum. Und dann merke ich, ey, irgendwie bin ich hier auf einer komischen Karte, weil das Spiel ist ja verhältnismäßig alt. Ja, das sind jetzt 3 Monate. Und ich denke mir, wieso lande ich auf Karte 68 und guck dann so, da gibt 108 Karten und ich bin irgendwo so halb in der Mitte. Schick sie rüber. Und guck natürlich auch so ein bisschen und hab da ein bisschen rumgeklöppelt. Ja, ich habe jedenfalls dann erstmal angefangen da zu bauen. Und irgendwie dachte ich mir, dämmert mir das so und denk mir, ich glaube, hier komme ich nicht voran auf eine 68er Karte. Ja, jetzt, wenn das Spiel 3 Monate alt ist und 108 Karten mittlerweile auf sind. Ich glaube, da komme ich nicht großartig weiter hier. Und hab das dann irgendwann auch gemerkt und hab dann gewechselt. Ich weiß nicht, ob das hier schon zu sehen ist. Ich habe alles, was ich hier aufgezeichnet habe, ich kann jetzt schon sagen, das werden 3 Videos jetzt hintereinander kommen. Also dieses und dann noch 2 weitere.
Weil ich habe etwas über eine Stunde aufgenommen. Leider fehlen am Ende fehlen ein paar Sachen, auch Kämpfe, weil die Platte voll war. Und ich sage das jetzt nur hier am Anfang, weil ich keinen Bock habe, das jedes Mal zu wiederholen, obwohl ich es nochmal später wohl in einem anderen Video auch nochmal erklären muss. Da sind viele Kämpfe oder einige Kämpfe sind nicht dabei gewesen. Aber ey, da kommen noch Sachen, alter Schwede. Kann ich jetzt schon mal versichern. Da kommt wirklich, bleibt dran, ja. Da kommt schon das erste Drama, ja. Mit zwischen mir und dem anderen Typen. Leider, wie gesagt, konnte ich es nicht aufzeichnen, weil die Platte war voll. Ich hatte noch Videodateien von anderen Videos, nicht von diesem Spiel, sondern welche, wo ich einfach so durchgezockt habe und so. Ich habe ja auch Duke Nukem noch fertig gehabt. Ich habe diese Dateien nicht gelöscht gehabt, diese Originaldateien, die großen. Ist mir aber auch nicht aufgefallen, weil ich dachte, ich habe das einfach schon alles entsorgt. Habe ich aber nicht, dadurch wurden die Aufnahmen abgebrochen, aber ja. Ihr werdet sehen. Oh, behold. Und ansonsten, ja, ist halt so wie früher. Ich meine, man kann halt an seiner Hauptbasis, habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Da meinte einer, ey, du kannst ja auch an deiner Hauptbasis Flugzeuge bauen. Und dann sehe ich das und denke mir, ja, stimmt, aber das sind einfachere. Du hast ungefähr eine Auswahl von, ich weiß nicht. Also es sind viele Flugzeuge, aber du hast bei den Flugzeugbasen natürlich die besseren. Da sind die echt krassen Bomber, so ein Stealth-Bomber, ja. Der auch nicht, glaube ich, nicht nachgeladen werden muss, der halt die ganze Zeit dann rumballert, der kostet aber natürlich auch dementsprechend und ich glaube, dauert 300 Minuten, bis er fertig gebaut ist, ne? Und nimmt natürlich unheimlich viel MP in Anspruch und so. Und habe ich noch keinen gebaut, würde aber interessant sein. Und ansonsten hast du hier so die einfachen, du hast hier sozusagen die alten Bomber, das alte Gerümpel, so ein paar alte Helis und so. Sehr interessant ist auch, dass du bei Base Attack Force zwei Arten von Spionage-Zeppelin hattest. Du hattest ja den, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Da war einer, der hat ein bisschen mehr ausgehalten und eine etwas höhere Reichweite gehabt und der war verdeckt. Während der einzige, den du hier bauen kannst, nicht verdeckt ist. Und naja, ich meine, es ist okay für die Reichweite. Aber du, wenn du natürlich Pech hast, du musst. Ich habe gesehen, wie einer, kann ich jetzt schon sagen, habe ich auch nicht aufgezeichnet, aber ich habe gesehen, wie einer immer mit diesen Scheiß, der baut immer diese Zeppelin und meint dann, die sind ja komplett nutzlos. Und da ist er mit Hubschraubern immer in die Basen rangeflogen und hat sich die Hubschrauber abballern lassen und meint dann so, die kosten ja nicht viel. Wo ich mir denke, bau diesen Zeppelin. Da musst du mal, der fliegt aber auch direkt auf die Basis mit dem Zeppelin, guckt dann kurz nicht hin und dann, ach, ist schon wieder abgeschossen worden. Wo ich mir denke, du musst dich rantasten an die Basis. Du weißt doch gar nicht, wie die ausgebaut sind. Ja, wenn die natürlich ihre Flaks entsprechend aufgewertet haben, dann haben natürlich die auch eine höhere Reichweite. Aber hier muss ich dazu sagen, so wie ich das mitbekommen habe, weil da steht, dass je nachdem, wie man die Flaks ausbaut, die entweder mehr Panzerung haben oder eine höhere Reichweite. Also ich gehe davon aus, dass die Doppelflaks eine höhere Reichweite haben, während die Einserflaks eine höhere Panzerung haben. So habe ich das verstanden. Da klingt jetzt wie, ergibt ja keinen Sinn, aber du hast ja zwischendurch immer, du baust, also du wertest ja mal auf, Einserflak, Zweierflak, dann kommt wieder eine Einserflak mit einer besseren Panzerung, dann kommt wieder eine Zweierflak mit einer besseren Panzerung und so weiter. So geht das dann. Ich weiß nicht, bis wie hoch, ich habe das bisher noch nicht gemacht. Jetzt ist aber auch so, dass die Gegner jetzt nicht ultra hart sind, obwohl schon ein paar schwierige mit bei sind, aber habe natürlich auch ein bisschen Geld schon investiert hier, weil ich wusste, dass man sonst nicht rechtzeitig vorankommt und ich wollte jetzt nicht so langsam sein wie die anderen. Dementsprechend habe ich auch schon mal ein 20 jetzt reingedrückt insgesamt. Und wahrscheinlich kommt nochmal ein Zehner hinterher, aber ey, so funktioniert das halt nochmal. Ich sehe, dass viel Poluturkas gebaut wurden bei den Leuten, also auch beim Gegner und nicht nur bei unseren. Und da denke ich mir natürlich, okay, denn die haben keine Kohle, ne? Denen fehlt die Kohle. Und meistens bauen die Poluturkas, um dann, wenn sie mal eine Basis erobert haben, eine Flagge aufzustellen, haben aber immer nur Einser Flaks. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann halt passiert, ne? Und es ist dann schon ein bisschen anstrengend. Auch wenn man das jetzt so sieht, denkt man, oh, ja, guckt ja noch so und so. Aber ich habe ja noch, ich weiß ja, was alles passiert ist, ne? Ich weiß ja, was alles schon passiert ist. Und das ist halt echt, ne? Ja, und ansonsten, ich kann jetzt nicht sagen, ist das Spiel gut oder schlecht. Es ist halt ein Hoppespiel, ne? Es ist halt irgendwie wie immer. Die Frage ist jetzt nur, wo ist der Unterschied zwischen den anderen Spielen? Wo ist der Unterschied zwischen Base Attack Force und warum sollte man dieses Spiel spielen? Ich empfehle niemanden, aufgrund meiner Videos oder so, irgendein Spiel von denen zu spielen. Ihr müsst das selbst entscheiden. Wenn ihr minderjährig seid und kein Geld habt, werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen schwieriger haben in dem Spiel, ne? Entweder baut ihr tausende Polutokas an zwei Basen, die ihr dann vielleicht habt, um euch dann irgendwann mal eine dritte zu gönnen, aber jetzt mal im Ernst. Wie sollt ihr das schaffen? Wie sollt ihr schaffen, ein Kraftwerk für 19 Gold zu bauen? Ja, wenn ihr von, ich weiß nicht, ich glaube 10 Polutokas oder so, oder ja, 10, ich glaube 10 war das, ne, immer nur ein Gold kriegt, dann müsst ihr 190 Polutokas bauen, um ein Kraftwerk zu erhöhen, was eure Energie um nur 100 Punkte erhöht, damit ihr irgendwann mal auch ein bisschen, vielleicht noch eine weitere Basis holen könnt. Ihr müsst, darf ihr auch nicht vergessen,
Ressourcenwerke, die ihr baut, die verbrauchen Energie. Die Flachs, die ihr baut, selbst wenn ihr nur einser Flachs baut, auch jeder einzelne Flachs verbraucht auch Energie. Und dann, ey, ich glaube, ohne Geld kann man einfach nicht vorankommen. Ja, wenn man Glück hat, ich meine, viele kriegen ja vielleicht noch Taschengeld oder ey, einfach Pfandflaschen sammeln. Also jetzt nicht aus dem Müll, aber ich meine von zu Hause. Ne, und die wegbringen und sich dann vielleicht mal eine PaySafe-Card holen oder so. Und dann ein bisschen investieren. Aber wie gesagt, ihr könnt leider nicht, weil das haben sie auch beibehalten, ihr könnt nicht einfach nur für 5 Euro, ihr müsst halt 10 Euro, weil es gibt nichts Günstigeres, außer als ab 10 Euro hier, um tatsächlich mal ein bisschen voranzukommen und tatsächlich Gold zu kaufen. Also unter 10 Euro gibt es ja leider kein Gold. Habe ich ja schon vor 2 Jahren bemängelt. Wie gesagt, macht doch mal auch ein 5 Euro Goldpaket für vielleicht, ich sag mal, die weniger Knete haben oder so. Wenn ihr wollt, dass so viele mitspielen. Aber denken sich, ne, ist ein gutes Modell, hat sie bisher reich gemacht. Naja, wie auch immer. Ich mache hier erstmal Schluss, weil allzu viel gibt es jetzt auch nicht zu erzählen. Ich war hier am Anfang. So, ich schrotte, das war's. Man kann hier relativ simpel jetzt, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, weil ich das selten gemacht habe, von der Hauptbasis kann man einfach so ein Feld kann man anklicken, Heimatbasis wechseln. Und von da aus kann man halt die Heimatbasis dann wechseln. Aber bedenkt, ihr dürft keine Basis besitzen außer eurer Hauptbasis. Und das war bei mir halt der Fehler, wusste ich auch erstmal nicht. Ich dachte mir, wieso kann ich nicht wechseln? Ich habe doch keine weitere Basis. Ich habe noch Einheiten gehabt und die muss ich erstmal irgendwo schrotten. Da habe ich irgendeinen Typen angegriffen, bis die dann halt weg waren. Und dann konnte ich auch wechseln und dann war es auch ein bisschen besser. Ja, wie gesagt, das könnt ihr machen. Also einfach von der Hauptbasis aus keine weiteren Einheiten besitzen und keine weitere Basis besitzen. Dann könnt ihr einfach mit der Hauptbasis woanders hin springen. So, ich glaube, das war's dann erstmal hier. Könnt euch den Rest ja noch reinpfeifen und ein bisschen was mache ich hier noch. Und wollte schon mal auf die nächsten Videos, wie ich jetzt noch kommentieren werde. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Hinterlasst ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt, klickt mal die Glocke, soll ja irgendwie hilfreich sein, ne? Bis dann, ciao.
Sehr gut. Du hast jetzt deine zweite Basis. Du kannst nun mehr Ressourcen lagern.